in der Klinik am Südring. Per Rettungswagen wird eine 38-jährige Patientin zu Assistenzarzt Frederik Seehauser in die Notaufnahme gebracht. Bürokauffrau Nina ist beim Backen mit Brustschmerzen zusammengebrochen. Herzprobleme hatte sie bisher allerdings nie. Wir haben sie zu Hause in der heimischen Küche vorgefunden, sie war gerade am Backen. Dann hatte sie auf einmal wohl thorakale Schmerzen, Übelkeit. Hat selber den Notruf noch angerufen. Bei unserem Eintreffen war sie dann wirklich leicht benommen. Klagt halt über diffuse Bauchschmerzen. Ja, sie haben sie jetzt, im EKG hat sie eine Arrhythmie, eine Tachykardie. Sie ist ein bisschen hyperton. Sie hat ein bisschen Morphin bekommen, auch gegen die Schmerzen. So, Frau Pfeiffer, sind Sie bei uns in den Händen, ne? Nicht wundern. Sie hat, sonst keine Vorerkrankung, keine Medikation. Also es hat wirklich aus heiterem Himmel. Ja, in diesem Fall hatte die Frau Pfeiffer selber noch den Rettungsdienst informieren können, was auch ganz gut war, um das Ganze abzuklären. Trotzdem sollte man gerade bei Verdacht auf Herzinfarkt mit Brustkopfschmerzen, die Patienten sind oft panisch. Es muss auch nicht immer ausstrahlen in die Arme, wie das so ist. Sie haben meistens Atemprobleme und eben Druck auf dem Oberkörper. Man sollte dann auf jeden Fall die 112 wählen, selbst wenn es dann lieber einmal zu viel gewählt ist als einmal zu wenig. Frau Pfeiffer, wollen Sie ein bisschen mitarbeiten? Geht das oder sind die Schmerzen im Brustbereich zu groß? Das tut ein bisschen weh, ne? So platt. Alle mal anpacken. Genau. Und dann einmal rutschen. Patientin Nina hat in letzter Zeit viel Stress. Die 38-Jährige will sich selbstständig machen und Selbstversorger-Kochkurse geben, damit sich die Menschen wieder mehr auf die Natur besinnen und weniger Müll entsteht. Inzwischen ist auch ihr Mann Mike in der Klinik eingetroffen. Hallo, Herr Pfeiffer ist hier, der Ehemann. Okay, Nina, was passiert? Hallo, Sie sind der Ehemann? Ja. Okay. Seehauser, schönen guten Tag. Ihr wurde gerade eingeliefert mit Brustschmerzen. Wir haben eine vage Anfangsvermutung aufgrund eines kardiologischen Ereignisses. Sprichwörtlich vermuten wir, dass es vielleicht irgendwas am Herzen sein könnte. Ja. Grund ist bis jetzt noch unklar aufgefunden. Sie sehen, sie wurde bei Ihnen zu Hause, nehme ich an, in der Küche. War gerade beim Kochzugang. Das ist jetzt Mehl, nicht erschrecken. Das bröselt ein bisschen ab. Wir sind noch ganz am Anfang der Diagnostik. Ich werde jetzt gleich das Monitoring mal aus. Sauerstoff bekommt sie gerade. Infusion läuft durch. Sie hat schon Schmerzmittel bekommen. Genau, ganz ruhig weiter. Was machst du denn? Herr Pfeiffer, können Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen bei Ihrer Frau, sonst irgendwie was heute gewesen? Nimmt Ihre Frau irgendwelche Medikamente? Nein, gar nichts, nichts. Okay. Keine Medikamente, nichts. Ne, jetzt ist gesund. Normalerweise gesund. Nicht. Okay. 150. Okay, Blutdruck ist ein bisschen hoch, ne? Kannst du bitte einmal bei den Kardiologen anrufen, dass wir ins Herzkatheter oder irgendein Konsil bräuchten? Das kann doch kein Herzinfarkt sein in dem Alter. Die ist noch zu jung dafür, oder nicht? Ja, theoretisch ein Herzinfarkt, den kann jeder treffen. Und gerade halt eben bei Frauen äußern sich diese Problematiken nicht klassisch immer mit diesem linken Armschmerz zum Beispiel, diesem Ausstandschmerz, sondern häufig sind halt eben Oberbauchbeschwerden. Und gerade wenn Ihre Frau jetzt sagt, sie hat Bauchschmerzen, Herzinfarkte kann wirklich jeder bekommen. Natürlich haben wir eine Anhäufung bei einem gewissen Patientenklientel. Diese sind meistens Raucher, bewegen sich nicht viel, ernähren sich ungesund, sind leicht übergewichtig und Männer zwischen 50 bis 70 Jahren. Aber natürlich können auch jüngere Patienten, wie zum Beispiel unsere Patienten, auch schon im Rahmen von 38 Jahren einen Herzinfarkt erleiden. Sogar auch Kinder können Herzinfarkte erleiden. Nur dann ist es immer wichtig, dass man auch diese Erkrankungen mit in den Bereich des Möglichen bezieht, damit wir sie relativ schnell und gut therapieren können. Und ihr ganzes Outfit, also in dieser Kochschürze, lässt natürlich auch Spielereien offen, ob es nicht noch einen anderen Grund geben könnte. Wo werden Sie jetzt hin? Sie kommen jetzt zur kardiologischen Abteilung, das sind die Experten für das Herz. Da kann man das näher befunden. Bis jetzt für mich habe ich nur bisher eine bestehende Arrhythmie und die Symptome. Ich verstehe kein Wort. Braucht doch nicht, Frau Pfeiffer. Ihr Mann versteht das alles. Der erklärt Ihnen das. Ehemann Mike befürchtet, dass er Mitschuld an Ninas Herzproblem trägt. Die beiden hatten am Morgen einen heftigen Streit. Der Grund? Der Medienkaufmann nervt Ninas Ökotrip total. Die Patientin verbringt jede freie Minute damit, Naturrezepte zu testen. Also, sie ist ja mit Biologie auch erreichbar für Sie, theoretisch. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann werde ich natürlich auf Sie zukommen. Geht's Ihnen nicht gut, oder? Ist alles okay, ist alles okay. Das war jetzt nur ein bisschen viel höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Ich hab's in letzter Zeit ein bisschen alleine gelassen, auch mit ihrer ganzen Sache. Ne? Ich meine, sie ist ja 20 Stunden am Tag beschäftigt mit ihren neuen Ökosachen. Das ist halt nicht so meine Sache, ne? Das ist nicht so mein Ding. Und deswegen habe ich sie wahrscheinlich ein bisschen mit ihrer Sache da allein gelassen. Und die will ich auch selbstständig machen. Das ist gerade vielleicht auch ein bisschen überfordert mit allem. Ich habe das auch nicht richtig erkannt irgendwo. Ne?
Und was genau will sie machen? Weil sie ist ja so beschäftigt, 20 Stunden? Ja, sie will ja ihren Job, ihren Hartz-Job da kündigen und will jetzt Kurse geben für die gesunde Ernährung. Und also weil sie gesagt hat, das ist die Ernährungsumstellung, die sie angesprochen hat. Ja, richtig. Ja. Sie ist ja auch, sag ich mal, viel unterwegs im Wald und sammelt da Kräuter und verschiedene Sachen ein und gibt sich da Mühe mit. Und die ganze Küche ist mittlerweile umgebaut. Die Küche sieht mittlerweile aus wie ein Versuchslabor. Da steht so viele Sachen rum, da ist überhaupt kein Platz mehr und nix. Das ist alles, das ist mir alles ein bisschen zu viel geworden. Ne, und alles voller Blätter, Töpfe, Tassen, Teller, alles querbeet und voll und hin und her. Und da kann man überhaupt nicht, irgendwann hält man nicht mehr aus. Ne, und ja, da haben wir uns morgen gestritten deswegen. War natürlich ein bisschen heftig der Streit. Da ist es halt die Frage, ob das halt, wenn sich das so sehr zu Herzen nimmt, sag ich mal, sehr darunter leidet, ob das vielleicht auch zu einem Herzinfarkt oder irgendwas führen kann. Stress kann natürlich auch ein Faktor sein, der eine gewisse Herzproblematik auslösen kann. Aber jetzt schauen wir erstmal ganz in Ruhe. Die Kollegen sind da sehr bewandert. Es werden verschiedene diagnostische Mittel zur Wägung gezogen und dann gucken wir, was vorliegt. Das ist nur meine Schuld gewesen. Ja. Also machen Sie jetzt keine Vorwürfe, es kann jedem mal passieren. Ruhen Sie sich jetzt erstmal aus hier von dem Wartebereich. Ich zeige mal, wo Sie sich hinsetzen können. Der 39-Jährige wollte sich eigentlich in der Mittagspause bei seiner Frau entschuldigen. Zwei Stunden später hat seine Nina die ersten kardiologischen Tests hinter sich. Assistenzärztin Anna Moschkowitz kann zumindest teilweise Entwarnung geben. Das ist die Kollegin Moschkowitz. Freut mich, ja. Also ich habe auch das EKG mitgebracht. Das wollte ich Ihnen noch erklären. Also Sie sehen schon, es ist noch ein bisschen arrhythmisch. Das heißt, es ist nicht ganz regelmäßig. Das Gute ist aber, wir können auf jeden Fall den Herzinfarkt ausschließen. Und zum Ende hin zeigt es eigentlich auch, dass sich das Herz schon ein bisschen erholt hat. Aber es ist nach wie vor eben noch nicht ganz in Ordnung. Aber was kann es sein? Was? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider auch nicht wirklich sagen. Ja. Also initial habe ich noch aufgenommen gehabt, weil es gab eine zusätzliche Stressbelastung aufgrund von der Selbstständigkeit der Patientin, genau, die jetzt angestrebt worden ist. Da die Patientin nach wie vor kardiale Beschwerden hatte, also einen sehr unregelmäßigen Herzschlag hatte, haben wir sie auf der IMC, auf der Intermediate Care, untergebracht. Alle Untersuchungen, die wir gemacht haben, das war zum Beispiel das 12-Kanal-EKG und auch die Troponinwerte, lieferten keinen Hinweis auf einen Herzinfarkt, sodass die Ursache der Beschwerden für uns leider unklar blieb. Herr Pfeiffer, ich verabschiede mich schon mal auf der Stelle, ich muss zurück in die Notaufnahme. Vielen Dank. Anna ist dann deine Patientin und genau, Sie, die Ansprechpartnerin sind einmal der Pfleger Johannes und dann die Frau Moschkowitz, bitte. Vielen Dank, Herr Doktor, danke schön. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Oh Mann, wie lange ich halt. Nee, das jetzt los. Geht's, Frau Pfeiffer? Nina, geht's? Das riecht aber irgendwie. Das riecht merkwürdig. Was haben Sie denn heute gegessen, Frau Pfeiffer? Gestern war sie im Wald gewesen. Hat sie, ich glaube, irgendwas gepflückt. Irgendwelche Blätter hat sie da gepflückt. Dann hat sie da gestern Abend gekocht. Ich glaube, ein Bärlauchpesto muss das gewesen sein. Das ist Knoblauch. Okay. Ja. Und das genau. Genauso. Ja, ja. Das genau. Das kann sie. Aber das kann man auch gut verwechseln, ne? Okay, kennt sie sich gut damit aus? Ja, sie ist ja oft im Wald unterwegs und sammelt sich die ganzen Sachen selber da, ne? Haben Sie auch was davon gegessen? Nee, ich habe nichts davon gegessen. Sie hat mir was eingepackt davon, aber ich habe davon nichts gegessen. Ich habe das noch hier. Ich hab das, super. Wir haben's, können Sie es mal zeigen? Ja, ja, ich dabei. Ja, klar. Als ich vom Ehemann der Patientin erfuhr, dass die Patientin anscheinend aus selbst gesammelten Kräutern ein Bärlauchpesto zubereitet hatte, da läuteten bei mir alle Alarmglocken, weil gerade Bärlauch eine Pflanze ist, die sehr oft mit teilweise sehr giftigen anderen Pflanzen verwechselt wird. Es riecht auch so nach Knoblauch. Ja. Haben Sie eventuell zu Hause noch was von den Blättern? Ich glaube, als ich morgens aus dem Haus gegangen bin, da waren noch welche da. Ja, da war so eine Schüssel, ich glaube, da lagen noch welche drin. Okay, da müsst ihr schon mal nachschauen. Das wäre ganz wichtig. Ich würde Sie bitten, dass Sie nach Hause fahren, schauen, ja, ob was da ist, uns das mitbringen. Ja, mach ich sofort. Bei ihr ist es jetzt wichtig, es sieht alles irgendwie nach einer Vergiftung aus. Bis später. Ich würde sagen, sobald Ihr Zustand das erlaubt, machen wir eine Magenspülung und Aktivkohle. Ja. Ich werde auf jeden Fall schon mal die Giftnotrufzentrale anrufen. Die sollen uns sagen, was wir weitermachen können. Nachdem wir mittels umfangreicher Diagnostik einen Herzinfarkt ausschließen konnten, war für uns eigentlich eine Vergiftung die naheliegendste Diagnose. Und für uns war es dringlich herauszufinden, woran sich die Patientin vergiftet hatte. Nur wenn die Ärztin genau weiß, was Nina aus Versehen zu sich genommen hat, kann Anna Moschkowitz ihr gezielt helfen. Als die Bürokauffrau am Nachmittag von der Magenspülung zurück ist, liegt die Laboranalyse der Blätter aus ihrer Küche vor.
Ihr Ehemann war ja so gut und hat die Blätter von daheim geholt. Also es ist tatsächlich so, wir haben, es waren Bärlauchblätter drinnen, aber eben nicht nur. Und das war das Gefährliche daran. Ich habe Ihnen mal was. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Ja, also das ist Bärlauch. Das ist das, was Sie eigentlich zum Pesto verarbeiten wollten. Aber es gibt immer eine große Verwechslungsgefahr zum Maiglöckchen. Das ist auch das, was wir unter anderem noch gefunden haben. Die wachsen auch oft zusammen. Aber und ich habe nur Bärlauch gepflückt. Die Blätter sehen sich ja sehr, sehr ähnlich. Sie müssen auf die Rückseite sozusagen schauen. Da unterscheiden die sich. Aber ich hatte jedes Blatt hatte ich gerieben und jedes Blatt roch auch nach Knoblauch. Eben, Sie hatten wahrscheinlich den Geruch von Knoblauch dann an den Händen und haben das gar nicht mehr gemerkt, dass die anderen vielleicht nicht mehr nach Knoblauch gerochen haben. Also Sie haben auf jeden Fall Glück im Unglück gehabt. Wenn wir jetzt etwas später in der Jahreszeit gehabt hätten und Sie Herbstzeitlose erwischt hätten, hätte das Ganze auch mal tödlich enden können. Gerade beim Sammeln von Kräutern oder auch beim Pilzesammeln ist es sehr bedeutsam, dass man sich die Pflanzen oder Pilze ganz gründlich anschaut und wirklich genau aufpasst, weil da manchmal ein winzig kleiner Unterschied genügt, um giftig von ungiftig unterscheiden zu können. Und das Maiglöckchen enthält sogenannte Herzglykoside. Das sind Wirkstoffe, die eben zu Herzrhythmusstörungen oder auch zu Magen-Darm-Beschwerden führen können. Also deswegen haben Sie auch diesen unregelmäßigen Herzschlag und auch die Magen-Darm-Beschwerden gehabt. Und wenn sie ein bisschen mehr davon gegessen hätte, wäre es auch... Hätte es anders aussehen können, ja. Ne? Und Gott sei Dank ist bei der Spülung einiges noch rausgekommen. Ja. Ne? Kann ich denn nur so doof sein? Also nein, ich wollte Ihnen noch sagen, ja, Sie sind nicht die erste Patientin, der das passiert ist. Und das ist wirklich die Verwechslungsgefahr, sehen Sie ja hier. Die ist wahnsinnig fast groß. Fast gleich aus, die Blätter. Ja, das können gerade mal Fachmänner unterscheiden. Das sind Kleinigkeiten wirklich. Es ist mittlerweile wieder Mode geworden, mehr in die Natur zu gehen und Wildkräuter zu sammeln, Pilze zu sammeln. Aber das setzt natürlich eines voraus. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und wirklich die Sachen unterscheiden können, dass nur die eindeutigen Sachen gesammelt werden. Ich versuche das ja auch für uns zu machen. Ja, das weiß ich doch. Ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Ich möchte das Leben ein bisschen besser machen. Das machst du auch weiter. Das wird doch alles gar nicht. Doch, das schaffen wir zusammen. Das machen wir gemeinsam. Wenn ich schon zu doof bin, um das für mich bist zu machen. Bist du nicht, bist du dann doch nicht. Dann was soll denn aus den Leuten dann nein, werden? Wir machen mal eine Schulung dafür. Wir gucken mal, wo eine Fortbildung für sowas ist, damit man da Erfahrung dann kriegt. Ich vergifte die doch alle. Das nein, tust du nicht. Man lernt doch auch solchen Sachen auch. Ja? Mach dir mal keine Sorgen. Das gebe ich Ihnen mit, oder dass Sie in Zukunft einfach gut aufpassen. Und ich glaube nach wie vor, dass Sie das toll machen werden. Na, wir machen zusammen mal so ein Seminar und gucken mal, wie die Blätter auszusehen haben, was man sammeln darf, was nicht. Du machst das Seminar mit? Ich mach das mit. Wir machen das zusammen. Und dann gehen wir mal zusammen in den Wald und gucken uns ein paar Blätterchen an. Ne? Echt? Ja, klar. Frau Pfeiffer wollte genau den Weg gehen. Sie wollte nachhaltig in die Natur Kräuter sammeln. Und das wollte sie auch weitertragen an andere Menschen. So, jetzt ist sie selber damit reingefallen, hat nicht genau aufgepasst, ist aber dann so weit abgerutscht, dass sie sagt, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Sie sollte sich eben nicht entmutigen lassen, sondern einfach noch mal genauer hingucken. Wenn Sie weiterhin so gut mit Ihren Werten bleiben, dann können wir Sie morgen entlassen. Ja, wunderbar. Und bitte tun Sie mir den Gefallen, halten Sie weiter an Ihrem Ziel fest und machen Sie das. Ich glaube, das wird super. Das wird auch super. Okay? Danke alles für Gute. Die Unterstützung. Die Maiglöckchenvergiftung hat bei der Patientin keine dauerhaften Schäden hinterlassen. Mit Unterstützung ihres Mannes Mike hat Nina ihr Projekt weiter vorangetrieben und wird im kommenden Jahr Naturkochkurse anbieten. Auch zum Thema, wie man Giftpflanzen erkennt.